Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um die Sharkoon Skilla SGK30 Red. Wenn du noch unsicher bist, ob diese mechanische Gaming-Tastatur für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zur Zockertastatur werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, Gaming-Tastaturen kenne ich vor allem aus einem Hintergrund, nämlich aus den vielen viralen Videos, wo Zocker ihre Gaming-Zimmer zeigen und da gehört so eine mechanische Gaming-Tastatur in der Regel auch dazu, ja, mitsamt der Beleuchtung. Außerdem kenne ich viele Zocker, die irgendwie das Geräusch des Tastenklickens, sage ich mal, mögen, ja. Ist aber natürlich eine Geschmacksfrage. Und hier finde ich, haben wir ein sehr interessantes Angebot aus dem Hause Sharkoon am Start. Preislich würde ich das so ungefähr ins günstige Mittelfeld für mechanische Gaming-Tastaturen mit so einer Ausstattung einordnen. Das ist meine Einschätzung. Ob es für dich die passende Zockertastatur ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Es gibt einige Gamer-Tastaturen auf dem Markt, also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welche am besten zu deinen Vorstellungen passt, ja. Aber alleine in Sachen Design kann sie sich durchaus sehen lassen, wie ich finde, ist eben diese typische bunte Beleuchtung, auf die viele Gamer abfahren. Mir persönlich geht es meistens eher so um die Funktionen an sich bei Gaming-Zubehör. Ja, Beleuchtung würde ich immer als sowas Optisches bezeichnen, als so ein Design-Aspekt. Den man mag, ja, den man entweder mag oder nicht. Ich denke mir, bei mir geht es eher um das Zubehör an sich, aber ganz klar, viele feiern das auch. Wir können uns gerne ein paar Eigenschaften hier auch noch genauer anschauen. Um auch in hektischen Situationen jederzeit die Kontrolle über das Geschehen behalten zu können, verfügt die Skilla SGK30 über eine N-Key-Rollover-Funktion, damit auch aufwendigere Tastenbefehle schnell und zuverlässig erkannt werden können. Die verbauten Tasten mit Anti-Ghosting-Funktion ermöglichen dabei zusätzlich schnelle und präzise Befehlseingaben und sorgen somit für einen flotten Spiel- und Schreibfluss. Ja, das sind Aspekte bei Gaming-Tastaturen, die durchaus sehr nützlich sein können im Spiel. Man muss dazu sagen, es kommt so ein bisschen darauf an, welches Spiel du spielst, ja. Wenn ich jetzt an so ein Game wie Hearthstone denke, wo du eigentlich nur mit der Maus die Karten aufs Spielfeld ziehst, da ist das vielleicht nicht so relevant. Aber ein Spiel, was für schnelle Tastaturbewegungen bekannt ist, ist natürlich zum Beispiel StarCraft, ja. Da gibt es sogar so Highlight-Videos, wie Leute ganz schnell ihre Tastatur bedienen. Kannst du dir mal anschauen. Und ja, da wäre zum Beispiel, da würde man die Vorteile dann zum Beispiel einer Zockertastatur durchaus merken. So, was haben wir noch? Einstellbare RGB-Beleuchtung. Ja, wenn man das eben mag. Und genau. Langlebig. Damit die Skilla SGK30 für zahlreiche Wettkämpfe gerüstet ist, wurde auf eine qualitative Verarbeitung geachtet. Ja, das ist super kompakt. Von der Größe her finde ich auch gut, ja. Diese und weitere Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir selbst auch nochmal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Für eine mechanische Gaming-Tastatur mit diesem Funktionsumfang komme ich insgesamt betrachtet zu dem Ergebnis, dass es sich hierbei um ein faires Angebot für Zocker-Zubehör handelt, ja. Wie bereits gesagt, das ist meine Einschätzung, ob du jetzt sagst, das ist für dich die passende Tastatur und ob du sowas überhaupt brauchst, ja. Das sind Fragen, die du alleine am besten beurteilen kannst. Aber ich finde cool, was hier aus dem Hause Sharkoon geboten wird, wenn man eben zum Beispiel dabei ist, sein Zockerzimmer einzurichten. Da gehört so eine mechanische Gaming-Tastatur mit Beleuchtung meistens einfach dazu. Ist natürlich kein Muss und ob jetzt diese Funktionen, die wir hier besprochen haben, ob die jetzt bei deinem Gameplay wirklich für eine Verbesserung sorgen, hängt halt wirklich vom Spiel ab, was du spielst, würde ich sagen. Nur da gibt es Spiele, da lohnt sich mehr. Bei anderen halt nicht so wahnsinnig viel, aber grundsätzlich finde ich cool, was hier aus dem Hause Sharkoon
geboten wird, würde ich insgesamt betrachtet als ein faires Angebot für eine Zockertastatur bezeichnen. Dann hoffe ich auf jeden Fall sehr, dass ich dir mit meinem Video weiterhelfen konnte. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir viel Spaß und Erfolg beim Zocken. Alles Gute, ciao.